Der Klimawandel zeigt sich in diesem Sommer wieder von seiner heißesten Seite. Während wir Menschen im Hausesinneren uns mit Klimaanlagen und Ventilatoren herunterkühlen, stehen Tieren keine solchen Möglichkeiten zur Verfügung. Welche Möglichkeiten sie aber dennoch haben, um sich herunterzukühlen, das kläre ich hier im Video. Schweiß ist für uns Menschen ein nerviges, aber lebensnotwendiges Nebenprodukt von Hitze. Tatsächlich gibt es nur wenige Tiere, die sich mit dem Verdunsten von Wasser bzw. Schweiß abkühlen. Dazu gehören die Menschenaffen oder auch die Pferde. Der Nachteil davon ist allerdings, dass die Wasserzufuhr daher umso wichtiger wird, da der Wasserverbrauch dementsprechend hoch ist. Eine andere Möglichkeit ist das Schwitzen über die Zunge. Dazu gehören eine Vielzahl von Tieren. Das bekannteste Beispiel ist der Hund. Katzen hingegen schwitzen an den Ohren und den Pfoten. Generell gilt jedoch, ist es der Katze zu warm, wird sie träge und faul. Naja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ebenfalls sehr interessant ist die Klimaanlage über die Hörner, wie es bei Kühen der Fall ist. Denn die Hörner können sehr gut durchblutet werden und das gekühlte Blut kann dann wieder zurück in den Körper fließen. Die großen Ohren unseres nächsten Kandidaten sind nicht etwa da, um Luft zu wedeln, sondern erfüllen eine ganz andere Funktion. Ähnlich wie bei der Kuh pumpt der Elefant Blut in die schattige Innenseite seiner großen Ohren. Pro Minute sind das etwa 10 Liter Blut. Durch das Wedeln der Ohren wird dann die Hitze abtransportiert und das abgekühlte Blut fließt wieder zurück in den Körper. Interessant ist außerdem, dass die Ohren des afrikanischen Elefanten, der in wesentlich heißeren Regionen lebt als der asiatische, um 2/3 größer sind als die des asiatischen Elefanten. Fische sind, was Hitze betrifft, sehr pragmatisch. Sie tauchen einfach ab in tiefere und kühlere Regionen. Aber auch der Seestern hat sehr interessante Methoden. Er leitet die Hitze von seinem empfindlichen Körperzentrum weg in die Arme. Damit riskiert er allerdings, dass er seine Arme schädigt. Sollte dieser Fall eintreten, wirft er sie einfach ab, damit sie wieder nachwachsen können. Eine andere Methode ist der Sonnenschirm. Praktisch, wenn dieser dann auch noch angewachsen ist. Das afrikanische Borstenhörnchen stellt bei starker Sonneneinstrahlung den Schwanz senkrecht auf und kippt das Ende leicht ab. Und voilà, fertig ist der Sonnenschirm. Auch das Schlammbad ist eine oft angewendete Methode von Wildtieren. Der Storch reibt seine Beine mit seinem eigenen Kot ein. Hasen nutzen das ähnlich wie andere Tiere, was am größten ist. In ihrem Fall findet die Wärmeabgabe über die Ohren statt, weshalb diese auch so wenig behaart sind. Einfach mal was Kühles umarmen. Das dachte sich auch der Koala, weshalb er, wenn es ihm zu warm wird, einfach sich an kühle Bäume klammert. Schwarmintelligenz hilft übrigens auch bei Hitze. Wird es im Bienenstock zu warm, sammeln sich bestimmte Arbeiterinnen am Eingang des Bienenstocks und fächern mit ihren Flügeln Luft da hinein. Soll das nichts bringen, besprengen sie die Waben mit Wasser. Auch hier kühlt der Verdunstungseffekt. Das waren jetzt einige Methoden zur Abkühlung. Die Kreativität der Evolution und der Natur sind einfach faszinierend. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass wir die Tiere beim Kühlen auch unterstützen können. So können wir zum Beispiel Vogeltränken aufbauen. Dennoch sollten wir auch dort dran denken, das Wasser täglich zu wechseln, um eben Parasiten und Bakterien vorzubeugen. Denn wir wollen ja nicht, dass wir die Tiere auch noch krank machen. Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass wir Tiere nicht im Auto lassen. Bewahrt einen kühlen Kopf und vergesst nicht zu liken. Das war's von mir. Keep green, euer Green World Facts TV.